Wo willst du hin? Frauenhaus? Das Nottelefon im Hamburger Frauenhaus ist Tag und Nacht besetzt. Ja, kennen Sie den Bahnhof? Ja, ist es Ihnen möglich, dass Sie bis dorthin kommen? Ja. 10 Minuten. Okay, alles klar, dann treffen wir uns da. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Adresse erfahren die Frauen am Telefon noch nicht. Die Mitarbeiterinnen des Hauses wollen erst sicher sein, dass es sich tatsächlich um einen Notfall handelt. Also wir holen jetzt eine betroffene Frau ab, die angerufen hat. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, was alles passiert ist. Sie hat nur kurz beschrieben, wo sie zu finden ist. Und dann fahre ich jetzt zum Treffpunkt. Ja, und dann muss ich mal gucken. Sie hat auch gesagt, sie hat ein Kind dabei, ein kleines. Ich habe 2 Kindersitze mit. Da werde ich schon das Passende finden, wo wir dann das Kind reinsetzen können. 40.000 Frauen und Kinder suchen jedes Jahr in Deutschland Zuflucht in einem der 360 Frauenhäuser. Wo die Einrichtungen liegen, weiß kaum einer. Oft noch nicht mal die nächsten Nachbarn. Zum ersten Mal darf ein Kamerateam in einem Hamburger Frauenhaus drehen und mit den Bewohnerinnen sprechen. Ich glaube, da vorne könnte sie sein. Ich park mal hier links. Ja, da ist sie. Hallo. Hallo, Sie sehen. Ja, haben Sie gerade telefoniert? Ja, genau. Ja. Hallo. Grüß dich. Nein. Hallo. Okay, dann gehen wir jetzt los. Ja? Es sind vor allem Migrantinnen wie Rosa, die in einem Frauenhaus Hilfe suchen. Denn im Unterschied zu deutschen Leidensgenossinnen haben sie meistens niemanden, bei dem sie unterschlüpfen können. Willst du das gerade machen? Ja, ja, ich. Zu mir nach vorne, ja, genau. Ja, das ist schon okay, denke ich. Ja? Mensch, und was ist passiert, dass du so schnell kommen musstest? Ich musste von zu Hause weggehen, weil ich hatte so toll gestritten. Und ich und mein Mann und ja, ich hatte keine andere Wahl. Musste weg. Ja. Ich habe Angst von ihm. Ja. Und hat er dich auch geschlagen? Ja. Ja? Ja. Okay. Aber ich kann dir erstmal schon mal sagen, es ist ein schönes Zimmer da für dich, ne? Du alleine mit deiner Kleinen sein kannst. Ich denke, das kriegen wir jetzt erstmal hin. Gut, dass du es geschafft hast. Daraus. Rosas Mann ist drogen- und alkoholabhängig. Seine Gewaltattacken wurden mit den Jahren immer stärker. Auch vor der 4-jährigen Tochter, klagt die verängstigte Mexikanerin. Weil sie befürchtet, dass ihr Mann sie sucht, will sie unerkannt bleiben. Kann sein, dass schon ein paar Frauen auch da sind. Komm erst mal rein. Okay, danke schön. Ja, bitte schön. Dass ihr die Flucht gelungen ist, kann Rosa kaum fassen. Doch die Ereignisse der Nacht lassen sie nicht los. Wir hatten eine große Streiterei. Ne? Er kam nach Hause betrunken und fing mich zu schlagen. Und dann in dem Moment habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt weg, weil wenn er wiederkommt, dann schläge ich mich weiter. Als sie die Polizei ruft, rastet ihr Mann aus. Mit Baseballschläger geht er auf die Beamten los. 6 Polizisten sind nötig, um ihn zu bändigen. Ich habe zur Polizei gesagt, ich musste nicht wieder nach Hause gehen. Ich musste das nicht wieder. Und sie meinten, ja, wo kannst du denn hin? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe niemanden, so dem ich schlafen gehen kann. Und dann, sie meinten, ja, wir können sie im Frauenhaus bringen. Ich wusste nicht, was Frauenhaus ist. Ich habe gesagt, ja, mir ist egal. Hauptsache, ich habe irgendwo mit meine Kleine schlafen zu können. Die Polizei brachte sie ins örtliche Frauenhaus, erzählt uns Rosa später. Aber dort wollte sie wegen der Nähe zum Wohnort nicht bleiben und machte sich auf den Weg ins ferne Hamburg. Rosa hat Glück gehabt und das letzte freie Zimmer ergattert. Immer wieder müssen Frauen abgewiesen werden, weil der Platz nur für 15 Bewohner reicht. Und dann zeige ich dir gerade nochmal die Küche. Schau mal, die ist hier.
Okay. Ja, wie ist das denn hier? Ich habe gar nichts zum Essen und du so. Du hast jetzt gerade... Nein, wir kümmern uns gleich darum. Jetzt im Moment musst du gar nichts machen. Jetzt geht es erstmal darum, dass du in dein Zimmer kommst. Ne? Das ist gleich hier das Erste. Okay, das ist das für dich, genau. Ich bin alleine hier? Ja, du bist alleine in dem Zimmer, genau. Jetzt im Moment musst du gar nichts machen. Alles Weitere erklären wir dir auf jeden Fall später. Du hast ja jetzt noch nicht so viel an Sachen. Wir werden das dann so nach und nach, müssen wir noch mal gucken, ob wir das eventuell mit der Polizei noch mal rausholen. Oder wir müssen gucken, dass du neue Kleidung bekommst für dich und dein Kind. An dem Samstag ist das. Im Gemeinschaftsraum findet währenddessen die Dienstsitzung statt. Einmal in der Woche treffen sich alle Bewohnerinnen, um Putz-, Küchen- und Telefondienste abzusprechen. So ein Zusammenleben auf engem Raum muss schließlich organisiert werden. Dann übernehmt ihr den Telefondienst. Audrey ist eine weitere Mitarbeiterin im Frauenhaus. Sie kennt die schlimmen Schicksale jeder einzelnen Bewohnerin und weiß, dass die Gefahr nicht nur vom Partner ausgeht. Aida aus Serbien hat ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht und hatte immer Angst vor ihrem Vater und ihren Brüdern. 20 habe ich jemanden kennengelernt und mit dem bin ich halt 1-2 Jahre zusammen gewesen. Dann in der Zeit wurde ich halt schwanger und das wusste ich halt nicht. Habe mich dann danach getrennt, kurz bevor ich das gehört habe, dass ich schwanger war, war es halt zu spät. Ja. Jetzt musste ich halt weg von meinen Eltern. Nicht, dass mein Vater das mitbekommt, dass er auf mich losgeht. Ja, weil er halt so einer ist. Auch Jana versteckt sich seit Wochen im Frauenhaus. Ihr ägyptischer Ehemann brach ihr während eines Urlaubs in seiner Heimat mehrere Rippen. In Todesangst flüchtete sie nach Deutschland, musste aber ihre Kinder zurücklassen, weil ihr Mann die Pässe verschlossen hielt. Heute hat Jana einen Termin in einer Klinik. Oh, hier habe ich alle meine Kinder bekommen. Es sind sehr schöne Erinnerungen an diesem Krankenhaus. Aber leider muss ich jetzt wegen meiner Verletzungen zurückkommen. Im Frauenhaus hatten ihr die Sozialpädagoginnen geraten, ein medizinisches Gutachten erstellen zu lassen. Das erhöhe ihre Chancen im Rechtsstreit um die Kinder. Jana war zwar schon in Ägypten beim Arzt, aber eine Bestätigung über ihre Verletzungen erhielt sie nicht. Bei der Rechtsmedizinerin Dr. Nadine Wilke erhofft sie sich Hilfe. Ja, hallo. Dürfte ich bitte rein? Ja, natürlich. Sind Sie Ursache? Ja, genau. Ich bin hallo. Dr. Wilke. Nehmen Sie doch bitte Platz. Mhm. Das Frauenhaus hatte Sie ja schon angemeldet. Mhm. Es war noch nicht so ganz klar, was für Befunde vorliegen. Und zur Vorgeschichte weiß ich auch erstmal nur so ein bisschen was. Können Sie einmal so ein bisschen erzählen? Ich wurde sozusagen von meinem Mann richtig verprügelt. Verprügelt, was genau ist passiert? Können Sie das so ein bisschen genauer beschreiben? Ja, er hat mich ja so erstmal auf den Boden geschmissen. Okay. Und dann hat er mich angefangen mit Füßen zu schlagen überall. Wo hat er Sie denn am Körper getroffen, als er Sie getreten und geschlagen hat? Also, er hat mich ins Gesicht und ins Gesicht einmal geschlagen und dann hier in den Bauch hat er mich richtig so, hat Fuß hoch gemacht und dann richtig ins Bauch. Da habe ich auf einmal richtig starke Schmerzen bekommen. Auch Atemnot? Ja, das war so, ich weiß nicht, ich war so für eine Minute so irgendwie weg so. Ja, ich war, aber bewusstlos? Nein, 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 nein. Sieht man denn jetzt noch äußerlich Verletzungen? Nein, aber es tut mir immer weh, so ganzen Tag, das tut weh. Besonders wenn ich sitze oder mich bücke oder wenn ich sehr lange auf der rechten Seite liege. Ich würde einmal eine Ganzkörperuntersuchung machen bei Ihnen. Das heißt, ich würde Sie einmal bitten, mit hinter den Paramount zu kommen. Und wir machen das nacheinander. Sie können Ihre Tasche gerne hinstellen, dass Sie einmal sich obenrum ausziehen. Und ich fange dann oben an mit der Untersuchung und dann ziehen Sie sich oben wieder an und dann gucke ich mir einmal nochmal die Beine an. Ist okay. Okay? Mach ich. Viele Jahre war Jana mit ihrem Mann glücklich, erzählt sie uns. Bis er plötzlich noch eine andere Frau heiraten wollte, was in seiner Heimat erlaubt ist. Doch das war für die gebürtige Russin nicht hinnehmbar. Seit ihrer Flucht aus Ägypten hat sie ihre Kinder, die bei der Großmutter festgehalten werden, nicht mehr gesehen. Hier war ich so oft mit meinen Kindern, mit allen drei. Wir waren hier fast jedes Wochenende. Ich denke an meine Kinder jeden Tag. Jeden Tag, morgens, abends, am Tag, immer. Wenn ich die anderen Kinder sehe, das ist natürlich sehr schwer und
Mein Mann ist unberechenbar in der Sinne, aber ich mache mir trotzdem Hoffnungen, dass ich meine Kinder wiedersehe. Immer wieder zieht es Jana an die Orte, wo sie einmal glücklich war. In ihrer früheren Wohnstraße trifft sie zufällig ihren alten Nachbarn. Wie geht es? Geht langsam. Ja? Ich muss hier weiter. Ja. Und wie geht es? Was ist denn alles passiert? Es ist ja so viel passiert bei euch. Ja, Sie wissen ja gar nichts auch davon. Nee, nicht wirklich. Ich habe nur mitgekriegt, dass halt viele hier nachgefragt haben, wo sie alle abgeblieben sind. Und wir hatten halt gar nichts mehr mitgekriegt weiter. Ne? Ja. Sehr lange Geschichte, aber... Ja, alles gut. Ja, gut. Ich wollte einfach nur vorbeigehen und ja. Gucken. Ja, ja. Es ist auch noch niemand wieder drin. Okay, dann alles Gute und grüß ja, die ebenso. Mädchen. Und schönen Gruß auch zu Hause. Das mache ich. Hier in der Straße weiß offensichtlich niemand, was passiert ist. Alle haben noch das Bild der unbeschwerten Familie im Kopf, meint Jana. Und dabei will sie es auch belassen. Angst, ihrem Mann hier zu begegnen, hat sie nicht, denn der wohnt längst in der Innenstadt. Aber die hatten sich abgesagt, die hatten Termin. Krisensitzung im Frauenhaus. Zwei Neuzugänge mit Kindern an einem Tag. Die Frauen stammen aus Albanien und der Türkei. So manches hat sich hier geändert in den vergangenen Jahren, erzählen die Mitarbeiterinnen. Früher hätte sich kaum eine Migrantin gewagt, ihren Mann zu verlassen. Und das sei ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt kommen auch die Kinder mit und darüber hatte man sich am Anfang nicht so viel Gedanken gemacht. Und das ist für mich eigentlich auch so eine Weiterentwicklung der Arbeit, dass wir jetzt auch gezielt Kinder wahrnehmen als Betroffene von häuslicher Gewalt. Und das ist dann auch mein Schwerpunkt geworden, dass ich mit den Kindern arbeite und dass wir eben auch über Gewalt sprechen, über die Erlebnisse und sehen, dass die Kinder auch gestärkt hier aus dem Frauenhaus wieder rausgehen. Dass viele Kinder schwer traumatisiert sind, erleben die Mitarbeiterinnen immer wieder. Oft mussten die Kleinen über Jahre mit ansehen, wie ihre Mutter schwer misshandelt wurde. Manchmal waren sie sogar selbst Ziel des Terrors. Doch in der entspannten Atmosphäre des Frauenhauses werden sie schnell ruhiger. Du bist der Bodenmann. Ich kann ja im Haus gucken. Ja, der Boden ist jetzt auch schön. Am nächsten Morgen. Wer Zeit und Lust hat, trifft sich zum gemeinsamen Freitagsfrühstück. Jede steuert dazu etwas bei und packt mit an, denn es gilt das Prinzip der Selbstversorgung. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig, wo sie können. Streit gibt es selten. Die Bewohnerinnen sind froh, endlich Ruhe gefunden zu haben. Kulturelle und religiöse Unterschiede spielen hier offensichtlich keine Rolle. Viele finden sogar Freundschaften fürs Leben. Aber manche Frauen werden selbst hier von ihren Männern durch Handyterror unter Druck gesetzt, sodass sie schließlich nach Hause zurückkehren. Doch die meisten haben einen endgültigen Schlussstrich gezogen. Sie akzeptieren keine Gewalt mehr, wollen über ihr Leben selbst bestimmen. Jede Frau hat eine Nummer. Dafür gibt es auch verschiedene Schlüssel. Ein Schlüssel kostet 10 Euro und wenn der Schrank sauber wieder abgegeben wird mit dem Schlüssel zusammen, kriegt die Frau die 10 Euro auch wieder. Das ist genauso wie mit den Kühlschränken. Da hat jede Frau ein Fach, manchmal auch zwei, wenn sie mehrere Kinder hat. So, hallo ihr Lieben. Wie weit seid ihr? Ja, fast fertig. Ich habe noch Brötchen. Ich habe frische Brötchen. Ja, aber eigentlich weiß sie ja, wann Frühstück ist. Gewalt gegen Frauen ist keine gesellschaftliche Randerscheinung. Die Bewohnerinnen des Hauses kommen aus allen sozialen Schichten. Ja, ich denke, das Thema häusliche Gewalt ist ein langer und schleichender Prozess sozusagen, wo es immer mehr halt auch darum geht, wo sind die Grenzen der Frauen, haben sie vielleicht zu oft auch Ja gesagt und wann hat es aufgehört, partnerschaftlich zu sein oder gleichberechtigt zu sein und oder sind sie von vornherein in diese Situation gekommen, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Mama. Ja, und ich glaube, das ist vielen Frauen auch häufig nicht bewusst, so dieses, Mensch, ich habe doch alles gemacht und das ist auch manchmal das Dilemma, dass sie sagen, irgendwie, wieso, ich habe doch alles getan und wieso funktioniert das nicht? Selbstbewusstsein stärken, das sehen die Mitarbeiterinnen als eine wichtige Aufgabe. Rosa hat heute keine Zeit fürs Frühstück. Darf ich? Hey, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich muss gleich in die Wohnung meine Sachen holen. Könnt ihr vielleicht mit den Kleinen ein bisschen aufpassen oder spielen? Kurz bevor du gehst, machst du mir kurz die Haare. Ja, okay. Aber schnell. Meine. Die Mexikanerin Rosa kam der Liebe wegen nach Deutschland.
Gern würde sie wieder in ihre Heimat zurückkehren, aber dann müsste sie auf ihre Tochter verzichten. Denn Kinder dürfen ohne die Erlaubnis des Vaters nicht ausreisen. Das Gesetz, das eigentlich verhindern soll, dass Kinder vom Ehepartner ins Ausland verschleppt werden, trennt in diesem Fall eine Mutter von ihrer Tochter. Rosa kann das nicht nachvollziehen, denn schließlich sei ihr Mann drogenabhängig und gewalttätig. Etwas mulmig ist ihr schon zumute. Ich rufe jetzt zu Hause an, mal gucken, ob er da ist. Normalerweise werden Frauen bei solchen Aktionen zum Schutz von der Polizei begleitet. Aber das findet Rosa nicht gut. Sie will kein Aufsehen in der Nachbarschaft erregen. Ich glaube, er ist nicht da. Wir begleiten Rosa bis zu ihrem Wohnhaus. Sie klingelt noch ein letztes Mal, um sicher zu gehen. Scheint keiner da zu sein. Wir sollen hier unten auf sie warten. Und ihr geht nach oben, ja? Okay. Wie ein Einbrecher fühle sie sich bei der Aktion, sagt Rosa. Aber dabei sei es doch auch ihre Wohnung. Sie wolle ja nur rasch ein paar Habseligkeiten zusammenpacken. Kurz darauf treffen wir Sozialpädagogin Silke im Frauenhaus. Einige Fälle sind ihr in den vergangenen Jahren besonders in Erinnerung geblieben. Bei mir ist es eben halt auch so gewesen, dass ich zum Beispiel in die Klinik gerufen wurde, wo die Frau eben wirklich zwei Wirbel gebrochen hatte, weil sie sozusagen so fest umklammert wurde und gedreht wurde in sich, dass da die Brüche entstanden sind und dass sie wirklich nur noch auf allen Vieren rauskrabbeln konnte. Ja? Wenn Bewohnerinnen Probleme haben, können sie jederzeit eine Mitarbeiterin um Rat fragen. Jana will von Audrey wissen, wie viel Geld sie für eine eigene Wohnung vom Sozialamt bekommt. Solche Fragen hören die Sozialpädagoginnen täglich. Sie helfen bei Behördengängen und komplizierten Formularen, vermitteln Kontakte zu Ämtern und Rechtsanwälten. Ich wollte dir erzählen, ich war heute bei diesem Baugenossenschaftsfirmen bei uns. Okay. Ich habe mich bei GWG angemeldet. Ich kann dir mal zeigen, worauf du achten musst. Mhm. Okay. Hier ist also die Richtwerttabelle, wie viel du ausgeben darfst. Du darfst 380 Euro inklusive Betriebskosten ausgeben. Das ist der übliche Hartz-IV-Satz. Frauen wie Jana sind bei ihrem Neustart fast immer auf staatliche Unterstützung angewiesen. Zurück zur alten Arbeitsstelle wagen sie sich auch nicht, denn dort sucht vermutlich der Ehemann nach ihnen. Jana darf heute vom Mehrbett in ein Einzelzimmer umziehen. Dadurch erhofft sie sich mehr Ruhe. Ruhe, die sie vorher nicht hatte. Niemals hätte sie gedacht, dass ihre Liebe einmal an den unterschiedlichen Kulturen, Lebensgewohnheiten und Traditionen scheitern könnte. Vieles hat sie toleriert, manches ertragen. Aber dann ist sie an ihre Grenze gestoßen. Er wollte mich als seine Frau haben. Aber da wäre dann noch eine Frau gewesen. Er wollte sozusagen zwei Frauen haben, weil er Muslim ist und dann in der Verständnis und Religion, das ist normal. Ja. Aber so ein Leben ist nicht für mich. Ich bin in einer Familie gewachsen, wo ein Mann und eine Frau ist. Das waren ja meine Eltern. Ich habe mir mein Leben auch so vorgestellt, dass ich ganz normale und gesunde Familie habe mit Mama, Papa und die Kindern. Hat er dich denn geschlagen, bevor du es abgelehnt hast, zwei Frauen zu werden? Bevor nicht, nein. Er hat mich ja darum gebeten, erste Zeit. Dann wollte er mich dann mit der Kraft sozusagen halten. Dann, wo er ständig Nein von mir gehört hat, hat er angefangen, mich zu schlagen. Mama. Hallo? Hallo, Mama. Hallo, Aduma. Hallo, mein Süßer. Wie geht's dir? Mit Hilfe des Gerichts konnte sie durchsetzen, dass sie zweimal in der Woche mit ihren Kindern telefonieren darf. Das war nach der Flucht nicht möglich. Ja, mein Süßer, ich habe dich vermisst, mein Sladki. In dieser Zeit wusste sie nicht, wie es den Kindern ging. Ich habe dich lieb. Ich bin durch die Hölle gegangen, bis ich das erreicht habe, mindestens dann mit den Kindern telefonieren zu können. Ich warte auf diese Tage,
wo ich dann meine Kinder anrufen kann. Ungeduldig, ich zähle die Tage von dem Tag, wo ich die angerufen habe, schon bis nächsten Mal. Einige Tage später. Ein spontaner Ausflug auf das Land soll die Frauen auf andere Gedanken bringen. Denn hinter ihnen liegt eine bewegte Woche. Schönen guten Morgen. Morgen. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, hallo. Klaus Robertü. Hallo. Hallo. Sich draußen angstfrei bewegen. Das kennen sie seit ihrer Flucht nicht mehr. Im Moment seien alle recht angespannt, erzählt uns Mitarbeiterin Silke. Vor zwei Tagen hatte der Ehemann einer Bewohnerin das Frauenhaus ausfindig gemacht. Der aufgebrachte Mann versuchte mit allen Mitteln in die Einrichtung zu gelangen. Doch noch bevor die Polizei eintraf, konnte seine Frau mithilfe eines Ablenkungsmanövers durch den Hinterausgang in ein anderes Frauenhaus gebracht werden. Apfel. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, Mensch, ich finde das echt schön, dass wir das heute nochmal wieder hinbekommen haben. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Und zum Glück haben wir den Bus gekriegt, dass wir mal wieder einen Ausflug machen können. Ich denke, es ist auch wichtig, wenn so viel passiert ist, dass auch einfach wieder schöne Tage da sind. Schöne Tage. Die kann jeder hier gut gebrauchen. Besonders Rosa. Sie bricht immer wieder in Tränen aus. Mensch. Dir geht's noch nicht so gut, ne? Nee. Gar nicht so gut. Also doch schon, dass ich jetzt eure Hilfe bekommen habe. Aber mit der ganzen Situation nicht so. Natürlich ist richtig schlecht. Ja, hast du in den letzten zwei Nächte schlafen können? Nee, überhaupt nicht. Ich habe immer wieder Albträume mit ihm und ja, ich träume, dass er mich sucht und mich umbringen möchte. Ja. Und oh Mann. Das ist schlimm. Ja. Hilft es denn ein bisschen, dass die anderen da sind? Auch die anderen Frauen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sie sind jetzt so halb Freundin jetzt. Die paar Tage, die ich schon hier bin, kann man auch auf Gespräch kommen und scherzen. Und man ist ein bisschen so abgelenkt von der ganzen Situation. Ja. Und wie geht's der Kleinen? Ja, ich glaube, dass sie überlastet sehr viel. Ne? Ja. Sie war sehr aggressiv in den ersten Tagen. Ja. Manchmal hatte sie so Wutanfälle und hat mich geschlagen, einfach so. Ne? Einmal aufgewacht und sie durchgedreht und Beine und Arme so auf jede Sache gehauen. Und jetzt langsam geht das besser. Ne? Besser. Reden und Zuhören spendet zuweilen schon ein wenig Trost. Ja. Dankeschön. Ja. Sozialpädagogin Audrey hat sich in der Zwischenzeit auch für die anderen etwas überlegt. Wir machen jetzt alle in die Mitte und werden uns jetzt gleich alle irgendwie wild, du machst mit, wild anpassen. Okay, so. Therapie mit Spaß zu verbinden, das Konzept geht heute auf. Selbst Rosa lässt sich schließlich von der ausgelassenen Stimmung mitreißen. So. Ihr könnt da hinten nochmal arbeiten. Ja. Dass Frauenhäuser zurzeit von eklatanten Kürzungen, ja sogar von Schließungen bedroht sind, wissen die Frauen nicht. Dabei reichen die wenigen Plätze schon jetzt kaum aus. Super. Frauenhausmitarbeiterin Andrea ist unterdessen mit Jörn Dwenger von der Bäckerinnung verabredet. Gemeinsam wollen sie Öffentlichkeit und Politik für das Thema häusliche Gewalt sensibilisieren, damit die Kürzungen rückgängig gemacht werden. Denn Frauenhäuser finanzieren sich durch öffentliche Gelder und Spenden. Damit die Leute auch wissen, dass es hier um Frauenhaus geht. Einmal im Jahr zum Internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen machen sie PR in eigener Sache. Ich bin Andrea Schinze, ich arbeite in einem Frauenhaus und wir haben heute eine ganz tolle Aktion und zwar Gewalt kommt nicht in die Tüte. Ja, gerne, danke schön. Ja, danke schön. Dürfte ich so eine Tüte geben? Da ist ein Brötchen drin und Informationen über unsere Arbeit. Okay, ja, danke. Vielen Dank. Am nächsten Tag. Jana hat einen Termin im Jobcenter. Sie will unbedingt wieder arbeiten, will ein normales Leben führen. Außerdem weiß sie, ein guter Anwalt ist teuer.
Und wenn sie dann endlich auf eigenen Füßen steht, sind ihre Chancen auch größer, ihre Kinder zurückzubekommen. Das muss nicht immer dann mit dem Verdienst 400 Euro sein, das können auch 100 Euro, 120 Euro je nach Stundenanzahl. Fallmanager Jörn Kleiss ist auf Problemfälle wie Jana spezialisiert. Für mich ist herausragend, dass die Frauen dermaßen motiviert sind, aus ihrer Situation herauszukommen, nach vorne zu streben, gerade weil sie so viel Schlechtes erlebt haben. Also entweder kämpfen sie auch um ihre Kinder, sie sind bereit, vor Gericht zu gehen, sie wollen Nebenverdienst aufnehmen. Also sie sind so motiviert wie viele andere leider nicht. Arbeiten, Geld verdienen und eine schöne Wohnung. Jana hat sich klare Ziele gesetzt. Um eine zweite Meinung zu hören, nimmt sie ihre Freundin Kati aus dem Frauenhaus zu einer Wohnungsbesichtigung mit. Doch Jana muss nicht nur auf den Mietpreis achten. Sie hat noch ein ganz anderes Problem. Ich glaube, zu teuer. Ja, mein Problem ist erstmal, ich muss eher dann auf das Amtsgericht warten, weil dann Gericht wird später entscheiden, wo die Kinder leben sollen. Wenn dann wird entschieden, dass die Kinder bei mir leben sollen, dann muss ich ja eine größere Wohnung für uns suchen. Wenn nicht, dann muss ich ja eine kleinere Wohnung suchen. Ob große oder kleine Wohnung, einrichten muss Jana sich dann auf jeden Fall. Weil sie nicht viel Geld zur Verfügung hat, geht sie im Sozialkaufhaus auf Schnäppchenjagd. Nur wer ein Nettoeinkommen unter 1000 Euro vorweisen kann, darf hier zuschlagen. Es wird alles angeboten, vom Toaster bis zum Hochbett. Das kostet ja nur 90 Euro. Also. Kati allerdings gibt zu bedenken, dass manche Möbel auch eine Vorgeschichte haben. Wer weiß, wer da schon alles drauf gestorben ist. Wie bitte? Ja, was denkst du denn, wie Möbel herkommen? Wir müssen ja komplett von vorne anfangen und wir haben nicht ein paar tausend Euro, um uns wirklich neue Möbel zu kaufen. Und für den Neueinstieg in ein neues Leben ist das sehr positiv für alles. Sind auch schöne Sachen dabei. Große Ansprüche haben die beiden nicht. Aber irgendwann würden sie sich gern mal etwas Neues leisten. Mitarbeiterin Audrey kümmert sich um die Post. Denn das Frauenhaus soll aus Sicherheitsgründen nicht von einem Briefträger beliefert werden. Wir haben nämlich eine geheime Adresse. Und da benötigen wir ein Postfach. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir hier jeden Tag hergehen, weil die Frauen wickeln hier ihre ganzen Sachen über dieses Postfach ab und warten auch oftmals auf irgendwelche Briefe von den Rechtsanwälten oder vom Gericht oder auch vom Jobcenter. Janas Zeit im Frauenhaus hat sie stark gemacht. Sie will ihre Erfahrungen weitergeben und ein Zeichen setzen. Ich habe hier viele, viele Frauen kennengelernt. Jetzt weiß ich, dass es gibt viele Frauen, die in Gewalt leben oder ich meine, die werden eingesperrt, angeschrien, ne, und die kennen keinen anderen Ausweg. Ne, und ich möchte damit auch zeigen für die anderen Frauen, dass sie Mut sammeln und können auch ihr Leben, auch frei leben, glücklich sein. Das finde ich auch sehr wichtig, ne, weil das ist für mich auch sehr wichtig. Ne, jetzt habe ich verstanden, was heißt, frei zu sein. Ne, und das möchte ich auch den anderen Frauen zeigen mit den Film, dass sie müssen kämpfen dafür, ne, weil von sich alleine kommt ja nichts. Sie müssen aufstehen und gehen. Aufstehen und gehen. Genau das hat auch Rosa getan. All die Schmerzen und Demütigungen hat sie noch nicht vergessen. Aber ihre Tochter gibt ihr Kraft und macht sie zuversichtlich. Jana ist auf dem Weg zum Gericht. Also ich habe ja auch noch einen Schreiben bekommen von meinem Anwalt. Gleich findet eine weitere Anhörung statt. Doch eine endgültige Entscheidung über das Sorgerecht für die Kinder wird es heute nicht geben. Dennoch, Jana blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Nicht aufgeben, das hat sie im Frauenhaus gelernt. Denn wer aufgibt, hat schon verloren.